Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir den Einstieg in die Programmierung mit einer höheren Programmiersprache beginnen. In diesem und den kommenden Videos werden wir uns mit der Programmierung in JavaScript beschäftigen. Wir hatten uns schon die Registermaschine angeguckt und damit eine erste Art der Programmierung kennengelernt. Wir haben auch schon gesehen, wie kompliziert das ganz schnell wird, wenn man etwas mehr als nur ganz einfache Programme schreiben möchte, weil diese Programme eben doch recht unübersichtlich werden und der Code sehr weit weg von unserem menschlichen Verständnis ist, wie man solche Berechnungen durchführt, wie eben zum Beispiel das Potenzieren, das wir uns in einem der letzten Videos angesehen haben. Dieses Potenzierungsbeispiel möchte ich gerne noch einmal herauskramen und an dem noch ein Stück weiterarbeiten. Ich habe links noch einmal aufgeschrieben, wie wir das ursprünglich formuliert hatten. Das war unser Pseudocode, in dem wir beschrieben haben, wie das Programm im Grunde genommen aussieht. Wenn man sich jetzt noch einmal auf den Registermaschinencode vor Augen führt, merkt man, dass es gar nicht so ganz trivial ist, wie diese ganzen einzelnen Zeilen dann letztlich umgesetzt werden, sodass das Ganze am Ende eben auch so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Ich habe auf der rechten Seite gewissermaßen einmal eingedampft, wie man das Umgangssprachliche, das wir links sehen, ein bisschen verkürzt wiedergeben kann. Aus liest den ersten Wert die Basis ein machen wir kurz Eingabe von Basis. Entsprechend wird liest den zweiten Wert den Exponenten ein zu Eingabe von Exponent. Aus Setze das Zwischenergebnis auf 1 machen wir kurz Ergebnis gleich 1. Ich habe das hier jetzt kurz Ergebnis genannt. Und weiter geht es in diesem Telegrammstil. Wenn Exponent gleich 0, gib 1 aus, sonst wiederhole Ergebnis gleich Ergebnis mal Basis. Das wäre die Kurzschreibweise für Multipliziere die Basis mit dem Zwischenergebnis und speichere den Wert als neues Zwischenergebnis. Aus Reduziere den Exponenten um 1 wird kurz Exponent gleich Exponent minus 1. Dann kommt diese Schleife, die man hier links auch nicht so richtig gut erkennt, da dort steht, wenn der Exponent größer 0 ist, wiederhole Abschnitt 6. Hier auf der rechten Seite haben wir jetzt eine Art Klammer, die sagt, wiederhole die eingerückten Befehle so lange, wie der Exponent größer als 0 ist. Am Ende wollen wir das Ergebnis ausgeben. Rechts haben wir jetzt also eine etwas weniger geschwätzige Variante von dem, was wir links schon stehen haben. Und mit dem auf der rechten Seite möchte ich gleich weiterarbeiten, denn wir werden gleich sehen, dass dies schon relativ nah an dem dran ist, wie JavaScript funktioniert. Wir haben nun schon fast den halben Weg geschafft, indem wir nur diese kleine Umformulierung vorgenommen haben. Diese kurze Schreibweise erscheint zunächst vielleicht ein bisschen kryptisch, aber wenn man die beiden Varianten so nebeneinander sieht, ist beides, so denke ich, schon ganz gut verständlich. Kehren wir noch einmal zur Registermaschine zurück. Da hatten wir Register, mit denen wir gearbeitet haben und in denen unsere Werte gespeichert waren. In JavaScript werden die Register durch sogenannte Variablen ersetzt. Wir haben jetzt also keine Register mehr, die wir durchnummerieren, sondern wir verwenden nun Variablen, die einen Namen haben. Im Grunde ist das etwas sehr Ähnliches, also einfach ein Speicherplatz, an dem wir Daten ablegen können. Zum Beispiel ein Zahlenwert, wie wir sie bei der Registermaschine ausschließlich betrachtet haben. Aber wir werden noch sehen, dass man in diesen Variablen noch andere Dinge speichern kann, auch sehr viel komplexere Dinge. Letzten Ende sind es intern immer Zahlen, die wir speichern. Das haben uns ja die Videos zur Codierung schon verraten. Aber um diese niederen Ebenen müssen wir uns nun nicht mehr kümmern. Natürlich können wir aber insbesondere auch Zahlen darin speichern, wie wir das in der Registermaschine auch getan haben. Alle anderen Aspekte davon kriegen wir dann später. Wir waren in dem Potenzierungsprogramm so vorgegangen, dass wir im Register 1 den Wert gespeichert haben, der potenziert werden soll, also die Basis. Und in Register 2 haben wir den Exponenten gespeichert. Den Akkumulator haben wir natürlich immer für unsere Berechnungen gebraucht. Und dann brauchten wir noch ein drittes Register. Dafür haben wir das Register 3 verwendet, in dem wir immer das Ergebnis gespeichert haben. Wenn wir uns das Programm aus dem entsprechenden Video noch einmal angucken, können wir das noch einmal vergleichen und sehen, wie diese Register dort verwendet worden sind. Wenn wir jetzt mit JavaScript arbeiten, sprechen wir diese Werte direkt mit ihrem Namen an. Das Register 1 können wir direkt einfach Basis nennen, wie ich das in der Tabelle rechts gemacht habe. Register 2 wäre der Exponent und Register 3 wäre entsprechend Ergebnis. Ein Akkumulator brauchen wir nicht mehr, weil wir in JavaScript direkt in den Variablen selber rechnen können. Das werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen. Wo wir also bislang Register hatten, haben wir jetzt Variablen und eine Variable kann einen beliebigen, einfachen Wert enthalten. Ein einfacher Wert kann, wie gesagt, eine Zahl sein, das können auch komplexe Objekte sein, aber das schauen wir uns noch in einem weiteren Video an. Wir haben also jetzt diese Variablen, die wir unter ihrem Namen ansprechen können. Wir reden also nicht mehr von dem Register 1, sondern wir reden jetzt von der Basis. Das ist schon ein bisschen näher an unserem menschlichen Sprachgebrauch und das macht die Programme schon gleich ein Stück besser lesbar. Was uns weiterhin hilft, die Programme verständlicher zu machen, ist, dass wir Rechnungen direkt in den Variablen durchführen können. Greifen wir einmal aus dem Registermaschinenprogramm zur Potenzierung von neulich eine kleine Befehlsfolge heraus. Da hatten wir die folgenden Befehle in den Zeilen 19 und 11. Zunächst load 2, dann sub gleich 1 und schließlich store 2. Was machten die noch gleich? In den Kommentaren hatte ich das genauer beschrieben. Dort stand, dass der Wert in Register 2, wir erinnern uns, dass das der Exponent ist, um 1 reduziert und der reduzierte Wert wieder in demselben Register, also dem für den Exponenten, also im Register 2, gespeichert wird. Was wir im Endeffekt gemacht haben, ist, dass wir den Exponenten um 1 reduziert haben. So habe ich das in dem Video auch erläutert. In JavaScript können wir genau diese gleichen Anweisungen ein Stück einfacher und übersichtlicher schreiben. Wir sagen nämlich einfach, so will das eben schon in dieser kurzen Schreibweise gesehen haben: Exponent gleich Exponent minus 1. Wie ist das zu lesen? Man fängt gewissermaßen auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens an zu lesen. Hole den Wert der variablen Exponent, also aus dem, was bei der Registermaschine ein Register war, den Wert. Reduziere ihn um 1, dort steht ja in dem Ausdruck, dass wir minus 1 rechnen sollen, und speichere das Ergebnis, das du da auf der rechten Seite ausgerechnet hast, in der Variablen, die wir auf der linken Seite des Gleichheitszeichens angegeben haben. In diesem Fall ist das wieder die Variable exponent, das heißt also, dass der alte Wert von exponent durch den neuen überschrieben wird. Genau wie bei der Registermaschine ist damit der alte Wert unwiederbringlich verloren. Den kriegen wir nie wieder, der ist weg. Wir haben jetzt einen neuen Wert in der Variablen exponent gespeichert. Was in JavaScript immer noch wichtig ist, jede Zeile wird, bis auf ganz wenige Ausnahmen, mit einem Semikolon abgeschlossen. Dieses Prinzip kennen wir auch schon von CSS. Grundsätzlich werden also Zeilen in JavaScript immer mit einem Semikolon abgeschlossen. Das können wir uns schon einmal merken, denn das werden wir in Zukunft immer wieder brauchen. Wie ich eben schon gesagt hatte, können wir nicht nur Rechenoperationen in den Variablen durchführen, sondern wir können Vergleichsoperationen mit ihnen durchführen. Bislang, also bei der Registermaschine, war es ja so, dass wir immer den Akkumulator verwenden mussten. Schauen wir wieder in unser Programmbeispiel mit der Potenzierung. Dort gab es zwei Zeilen, mit denen wir einen Wert aus dem Register 2, in diesem Fall war das der Exponent, in den Akkumulator geladen haben, um ihn daraufhin zu überprüfen, ob er gleich 0 ist. Wir können jetzt viel mehr machen. Wir können den Wert direkt vergleichen und wir können ihn auch nicht nur mit 0 vergleichen, sondern mit beliebigen anderen Werten und tatsächlich sogar komplexen Ausdrücken, was wir uns auch in einem weiteren Video noch genauer angucken werden. Für den Augenblick reicht uns das erst einmal so. Mit diesen zwei Zeilen in dem Potenzierungsprogramm haben wir überprüft, ob der Exponent, den wir ja von Runde zu Runde vermindert haben, gleich 0 ist. Wenn das der Fall war, haben wir als nächstes die Anweisungen ab Zeile 16 ausgeführt, ansonsten haben wir mit Zeile 6 weitergemacht. Das können wir auch noch einmal etwas anders formulieren, nämlich in der Kurzschreibweise so, wenn Exponent gleich 0. Das ist noch nicht ganz JavaScript, denn in JavaScript formuliert man alles auf Englisch. Und in JavaScript würde man das dann entsprechend so schreiben. Aus dem Wort wenn wird if um die Bedingung, die Abfrage, die wir da durchführen, Exponent gleich 0, macht man runde Klammern. Und die sind wichtig. Diese runden Klammern müssen dort stehen. Außerdem muss das doppelte Gleichheitszeichen dort stehen. Das sieht ein bisschen komisch aus, muss aber unbedingt sein. Dass man das so schreiben muss, liegt daran, dass, wie wir oben schon gesehen haben, das einfache Gleichheitszeichen eine Zuweisung ist. Damit würde der Wert links vom Gleichheitszeichen modifiziert, wie wir eben schon gesehen haben. Hier wollen wir das nicht. Hier soll nicht Exponent auf 0 gesetzt werden, sondern hier soll überprüft werden, ob der Exponent gleich 0 ist. Und das geschieht mit diesem doppelten Gleichheitszeichen. Auch hier sehen wir wieder einmal, dass es auf jede Kleinigkeit ankommt. Denn wenn wir hier einen Fehler machen, ist das immer noch syntaktisch korrektes JavaScript. Aber unser Programm wird nicht mehr machen, was es machen soll, sondern sich vermeintlich ganz merkwürdig verhalten. Daher ist dies eine sehr fehlerträchtige Stelle, an der man immer höllisch aufpassen muss. Welche Anweisungen dann ausgeführt werden sollen, also dort, wo wir vorher diesen Sprung zu Zeile 16 gemacht haben, um die Anweisungen ab dort auszuführen, springen wir jetzt nicht mehr irgendwo in der Gegend herum, sondern schreiben die dann auszuführenden Anweisungen direkt hinter unserer Abfrage in diese geschweiften Klammern. Ähnlich wie wir das schon bei CSS gesehen haben, gibt es hier also Blöcke, die von geschweiften Klammern umschlossen werden. Alle Anweisungen in diesem Block sind dann die Anweisungen, die ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist, hier also, wenn der Exponent gleich 0 ist. Es kann dann auch noch einen Sonstfall geben, in dem wir die Anweisungen angeben, die auszuführen sind, wenn die Bedingung nicht erfüllt war. Um den kümmern wir uns später. Das an, die andere Stelle in unserem Potenzierungsprogramm, an der wir eine Abfrage hatten, war diese hier. Weiter unten in dem Programm haben wir auch wieder den Exponenten geladen, Load 2, und dann überprüft, ob der Wert größer als 0 ist, Jump greater than 0. Das haben wir wiederholt gemacht in jedem Schleifendurchlauf. Genau eine solche Abfrage können wir in der Kurzschreibweise so formulieren, wenn Exponent größer 0. Und dann wieder in JavaScript übersetzt, if, runde Klammer auf, Exponent größer 0, runde Klammer zu und in die geschweiften Klammern hinein dann die Anweisungen, die entsprechend auszuführen sind. Wie ich das gerade beschrieben habe, ist das aber gar nicht dem angemessen, was hier wirklich passiert. Denn wir haben mit den Zahlen 12 und 13 in unserem Potenzierungsprogramm hier eine Schleife konstruiert und gar keine ordinäre Abfrage. Schleifen werden wir uns gleich noch anschauen. Die sind ein ganz kleines bisschen komplizierter als das, was wir hier gerade sehen, aber auch nicht fürchterlich schwer zu verstehen. Als erstes gucken wir uns noch einmal an, wie wir diese Blöcke hier formulieren, wenn wir eine solche Abfrage haben. Wir wollen ja in dem Fall, dass die Bedingung erfüllt ist, die einen Anweisungen ausführen, in dem Fall, dass sie nicht erfüllt ist, aber andere. Bislang sind wir dafür gesprungen. Dafür waren die Zeilen unseres Programms durchnummeriert. Das machen wir in JavaScript nicht mehr. Wir nummerieren unsere Zeilen hier nicht mehr durch. Wir versehen sie auch üblicherweise nicht mit Sprungmarken. Stattdessen verwenden wir die eben schon angesprochenen Blöcke, die wir immer mit geschweiften Klammern umschließen. Mit Hilfe von Ablaufstrukturen, die wir im Folgenden kennenlernen werden, legen wir dann fest, dass im einen Fall die einen Anweisungen ausgeführt werden sollen und im anderen Fall die anderen. Wir haben also alternativ auszuführende Anweisungsblöcke. Das war das, was ich eben schon mit dem Sonstfall meinte. Wenn die Bedingung erfüllt ist, machen wir das eine, wenn nicht, müssen wir andere Anweisungen ausführen. Dafür habe ich jetzt einmal ein kleines Stück Programmcode aus einem fiktiven Beispiel, in dem in einem Registermaschinenprogramm in den Zeilen 325 bis 331 folgende Befehlsfolge vorkommen soll. Das ist also ein winziger Auszug aus einem ziemlich langen Registermaschinenprogramm, über das wir sonst gar nichts wissen. Aber diese wenigen Anweisungen können wir durchspielen, ohne irgendeine Kenntnis darüber zu haben, was ansonsten in dem Programm passiert. Diese Befehle kann man ja einfach so verwenden unter der Voraussetzung, dass die Register, die wir in diesem Stück Programmcode ansprechen, irgendwelche Werte besitzen. Nehmen wir also an, dass in den Registern 294 und 295 Werte stehen. Der Programmcode verrät uns, dass auf deren Inhalte lesend zugegriffen wird und dann im Register 128 ein Wert gespeichert werden soll. Das sind deshalb die Register, die ich rechts in dieser kleinen Tabelle aufgeschrieben habe. Nehmen wir jetzt einmal an, dass in den Registern 294 und 295 die Werte 17 bzw. 42 stehen. Dann können wir diese Befehle einmal durchspielen. Wir führen den Befehl in Zeile 325 aus, der besagt, load 294. Wir laden den Wert aus Register 294 also in den Akkumulator. Erledigt. Jetzt sollen wir davon den Wert aus Register 295 subtrahieren. Das heißt, wir rechnen 17 minus 42, das ergibt minus 25. Jetzt kommt die Abfrage Jump Greater than 0 330. Wir überprüfen also, ob im Akkumulator ein Wert größer als 0 steht. Wenn ja, würden wir zu Zeile 330 springen. Wenn nein, machen wir mit dem nächsten Befehl weiter. Wir haben minus 25 im Akkumulator stehen, also springen wir nicht und machen mit der Anweisung in Zeile 328 weiter, die besagt, load 295. Wir laden also den Wert aus Register 295, das ist die 42. Nun steht als nächstes in Zeile 329, dass wir zu Zeile 331 springen sollen. Die Zeile 330 überspringen wir also. Dann soll der Wert, der im Akkumulator steht, in Register 128 gespeichert werden. Der Wert 42 ist also nun in dieses Register geschrieben worden. So funktioniert das Programm schauen wir uns einmal an was wäre wenn die werte in den registern 294 und 295 genau andersherum gespeichert gewesen wären also in register 294 die 42 stunde und in register 295 die 17 ich spiele das programmfragment noch einmal von vorne durch wir laden den wert aus register 294 also die 42 wir subtrahieren davon den wert in register 295 also die 17 das ergibt 25 wir überprüfen, ob der Wert, der im Akkumulator steht, größer als 0 ist. Wenn ja, und das ist jetzt offensichtlich der Fall, denn dort steht ja 25, springen wir zu Zeile 330. Jetzt laden wir den Wert aus 200, Register 294, das ist also wieder die Zahl 42, und speichern als nächstes in Zeile 331 diesen Wert in Register 128. Wenn ich jetzt am Anfang jemanden gefragt hätte, was diese sieben Zeilen, die wir hier sehen, für einen Effekt haben, dann wäre das gar nicht so einfach zu sehen gewesen. Wir haben jetzt gerade anhand der Beispiele einmal durchgespielt, und man kann jetzt weitere Beispiele durchspielen, um zu gucken, ob das auch stimmt, was ich im Begriff bin zu behaupten, aber ich verspreche euch, es stimmt dass dieses Stück Code das Maximum der beiden Werte bestimmt, die in den Register 294 bzw. 295 gespeichert sind. Es wird him immer hinterher die größere der beiden Zahlen im Register 128 stehen. Wenn beide Zahlen gleich groß sind, wird eine der beiden darin stehen. Ihr könnt ja einmal überlegen, welche, aber letztlich ist es egal, denn wenn beide gleich groß sind, steht auf jeden Fall das Maximum der beiden dort. Das heißt, diese sieben Zeilen Code, die wir hier gerade gesehen haben, machen nichts anderes als das Maximum der beiden Werte in den Registern 294 und 295 zu bestimmen. Da wäre es doch schön, wenn wir dieses Codestück entsprechend einfacher schreiben könnten, so dass es verständlicher würde und man ihm leichter ansehen könnte, was hier passiert. Nun haben wir hier vielleicht nicht unmittelbar eine Möglichkeit, im Sinne einer elementaren Anweisung für unser ausführendes Organ das Maximum zu bestimmen. Wir können aber eine Folge von Anweisungen angeben, die genau das tut und dabei dennoch leichter verständlich ist als unser Registermaschinencode. Überlegen wir uns wieder Variablen, in denen wir unsere Werte stehen haben und nennen die eine Variable, die dem Wert in Register 294 entspricht, ganz fantasielos A. Die Variable für den Wert in Register 295 nennen wir schlicht B. Ich habe die beiden Werte hier jetzt wie beim zweiten Durchlauf besetzt. Wir können das natürlich umgekehrt oder mit ganz anderen Werten durchspielen. Und ich habe mir eine dritte Variable, die ich Max genannt habe, hergenommen, die, in dem, Register 128, die dem Register 128 entsprechen soll. Ich könnte sie auch Moritz nennen, so wie wir allen Variablen praktisch beliebige Namen geben können. Wie könnte unser Programm nun aussehen? Zunächst wieder umgangssprachlich in der Kurzschreibweise formuliert. Wir würden sagen, wenn a größer als b ist, soll bitte max den Wert von a erhalten, sonst den von b. Denn dann ist b ja größer als a oder gleich a. Damit haben wir denselben Effekt erzielt und in max steht anschließend der größere der beiden Werte a oder b. Wir haben dieselben Anweisungen anders formuliert. Aber wenn man den Text rechts liest, ist er wohl ein ganzes Stück einfacher zu verstehen als das, was da links in diesen sieben Anweisungen Registermaschinencode steht. Und das ist einer der Gründe, warum wir höhere Programmiersprachen verwenden, weil unsere Programme so für uns Menschen viel leichter verständlich sind, gleichzeitig aber immer noch präzise genug, um als Steuerung für eine Maschine zu dienen. Zumindest, nachdem wir es in JavaScript umformuliert haben, was wir nun tun werden. Was müssen wir dazu machen? Wir müssen wieder alles auf Englisch übersetzen. Aus wenn wird if, aus sonst wird else. Wir müssen die Bedingungen wieder in runde Klammern schreiben und die Anweisungen in den beiden Fällen, wenn die Bedingung erfüllt bzw. nicht erfüllt ist, in geschweifte Klammern schreiben. Damit sind wir dann auch schon fertig. If, Klammer auf, a größer b, Klammer zu, dann kommen die geschweiften Klammern für die Anweisungen, die in dem Fall ausgeführt werden sollen, wenn a größer als b ist, dann soll Max den Wert von a erhalten, am Ende der Anweisung wieder das Semikolon nicht vergessen, und sonst else und dahinter wieder in geschweifte Klammern die Anweisungen, die im Sonstfall ausgeführt werden sollen, also wenn a nicht größer als b war, dann soll die Anweisung Max gleich b ausgeführt werden und dahinter kommt wieder ein Semikolon. Damit haben wir nun schon einmal gesehen, wie Abfragen in JavaScript aufgeschrieben werden und wie sie funktionieren. Ich hatte versprochen, dass wir uns auch noch mit Schleifen beschäftigen wollen. Schauen wir noch einmal in das Programmbeispiel zur Potenzierung zurück. Dort hatten wir diesen Anweisungsblock irgendwo in dem Programm stehen. Das war die Schleife, die Anweisungen, die wiederholt ausgeführt wurden. Load 1, Mult 3, Store 3, das war die Multiplikation, wo die Basis mit dem Exponenten multipliziert wurde. Load 2, Subgleich 1, Store 2 waren die drei Befehle, mit denen wir den Exponenten um 1 vermindert haben. Dann haben wir den Exponenten noch einmal in den Akkumulator geladen und verglichen, ob er noch größer als 0 ist. Wenn das nicht der Fall war, haben wir die nächste Anweisung nach Zeile 13 ausgeführt, hätten also die Schleife verlassen. Wenn er aber größer als 0 war, sprangen wir zurück zu Zeile 6. Die Zeilen 6 bis 13 führten wir immer und immer wieder aus. Mit anderen Worten machen diese acht Anweisungen Folgendes. Die Basis wird mit dem bisherigen Ergebnis multipliziert und der Exponent um 1 reduziert. Und das geschieht so lange, bis der Exponent irgendwann bis auf 0 heruntergezählt wurde. So können wir das formulieren. Und das waren im Grunde auch die Kommentare, die ich an den Registermaschinencode geschrieben hatte. Wir können auch das wieder in einer Kurzschreibweise schreiben. Solange der Exponent größer als 0 ist, sollen wir berechnen, Basis mal Ergebnis und das Produkt wieder in der Variablen Basis speichern und dann Exponent um 1 reduzieren und das Ergebnis dieser Berechnung wieder in der Variablen Exponent speichern. Auch hier müssen wir noch den Schritt von dieser Kurzschreibweise zu JavaScript gehen. Dazu übersetzen wir wieder alle Befehle ins Englische, machen ein paar Runde Klammern um die Bedingungen, setzen geschweifte Klammern um die eingerückten Anweisungen und streuseln ein paar Semikola ein und schon sind wir fertig. while Exponent größer 0 in runden Klammern Geschweifte Klammer auf, Basis gleich Basis mal Ergebnis Semikolon, Exponent gleich Exponent minus 1 Semikolon, geschweifte Klammer zu. Damit haben wir unser Programm jetzt fast schon fertig geschrieben. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir haben uns die wichtigsten Grundkonzepte schon einmal angeguckt. Wir haben also gesehen, dass wenn wir von der Registermaschine zu JavaScript übergehen, wir es also jetzt erstens nun mit Variablen statt Registern zu tun haben. Wir vergessen also die Nummern. Wir vergessen außerdem die Nummern, die vor den Zeilen stehen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir müssen außerdem unsere Anweisungen anders formulieren, jetzt auch in einer Art einfacher englischer Sprache, aber mit bestimmten Formulierungen, die aus dem Befehlsatz von JavaScript stammen und so letztlich elementare Anweisungen für unseren Computer sind. Dieser Befehlsatz ist erheblich umfangreicher als die zwölf Befehle der Registermaschine öffnet uns aber auch viel mehr Möglichkeiten, nicht prinzipiell, aber de facto. Insbesondere können wir nun Ablaufstrukturen festlegen, mit denen wir Abfragen und Vergleiche durchführen können, bei denen beliebige Variablen berücksichtigt werden können. Wir können Berechnungen direkt in beliebigen Variablen durchführen und sind dabei nicht auf einen Akkumulator angewiesen. Wir können auch weitere Ablaufstrukturen wie Schleifen formulieren, die wiederholt ausgeführt werden und das eben in einer fast schon umgangssprachlichen, insbesondere aber recht eingängigen Notation. Alle diese Befehle sind letztlich abbildbar auf Befehle der Registermaschine. Das habe ich hier angedeutet. Das ist auch das, was dann im Computer passiert. Da werden unsere Programme, die wir in dieser höheren Programmiersprache, in unserem Fall also JavaScript, schreiben, intern, ohne dass wir etwas davon merken, in solche maschinensprachlichen Befehle übersetzt und dann ausgeführt. Darum müssen wir uns aber zum Glück nicht kümmern, weil diese Umwandlung, eine sogenannte Interpretation oder Kompilierung, vollautomatisch und nach strengen Regeln erfolgen kann. Deshalb reicht es, wenn wir uns bis auf die Ebene dieser höheren Programmiersprache begeben, in der wir dann Programme so schreiben können, dass sie für uns als Menschen besser verständlich sind. Im nächsten Video werden wir uns dann erst einmal angucken, wie das komplette Potenzierungsprogramm, das wir für die Registermaschine geschrieben hatten, nun in JavaScript geschrieben werden kann. Tschüss, bis zum nächsten Video.